So, die Revanche an der ganzen Geschichte. Heute mit Bowser Jr. und Koopa mit dem Coco Loco. Oder Schokoloco, Coco, Dingesbums. Halt. Mal gucken, ob das besser klappt. Und ja, na gut. Erstmal beginnen mit der ganzen Strecke hier. Also letztendlich, ich habe hier eine höhere Geschwindigkeit. Ich habe mehr rote Panzer. Also wollen wir doch mal schauen. Wir haben auch grüne Panzer. Die wir natürlich auch einfach so losschicken können. Und können wir damit von Mario und Donkey Kong erstmal ein bisschen was reindrücken. Als Hauptkonkurrenz sind Bowser und Yoshi an dem Start. Also mal gucken. Da war eine Bombe. Okay, gut. Wichtig ist, dass die beiden halt natürlich nicht gewinnen. Ich glaube, die sind unsere Hauptkandidaten hier. Die hier nur Mist bauen. Aber gut, dann schauen wir doch mal, was wir hier machen können. Na, schade, das war wohl schon mal kein Item gewesen. Und so überholen wir den ganzen Krams einfach mal. So. Letzte Runde. Gleich wieder Gas geben. Geht noch einer ab. Ja, gut, okay. Na gut, zweiter Platz erstmal. Na gut, dann schauen wir noch mal. Ja, oh no. Oh no. Na gut. Es ist noch nicht alles verloren. Das ist jetzt alles auch möglich, ne? Zweiter Platz. Da will ich mich noch nicht so drüber aufregen, ne? Gut. Klappe die zweite. Okay, seid ihr getroffen? Einfach mal die stärkere Beschleunigung ausnutzen. Da haben wir schon mal Wario getroffen, das ist auch schon mal gut. Schade, das war daneben. So war das auch schon mal götzlich. Gar nicht mal so schlecht. Nur nicht selber treffen. Natürlich passiert das zur letzten Runde, ne? Aber gut, die werden nochmal getroffen. Gut, erster Platz. Das heißt, ich liege vor denen. Mal gucken, was das Ganze bringt. Ah, die sind sogar noch schlechter abgeschnitten. Ja, das ist gut. Das sind wertvolle Punkte. So, der Dino-Dschungel, der mir bekanntlich nicht ganz so liegt, so aus meiner eigenen Statistik, kommt relativ am Anfang. Das ist ein gutes Ding. Keine Items. Ich fahre hier außen wieder lang. Und trotzdem kein Item und fahre runter. Na gut. Da sind die beiden. Nein, ich fahr. Nein. Oh, das. Warum? Oh, das ist doch dumm. Nein. Komm, da habe ich. Oh, Fahrzeugkontrolle verloren. So ein Piss auch. Na gut. Ich habe gesagt, die liegt mir nicht ganz so gut, die Strecke. Aber. Das muss ich auch gleich erstmal aufholen, ne? Die sind Zweite geworden. Ein Punkt Vorsprung, das ist noch machbar. Noch ist es machbar. Und hier einfach nicht so viel riskieren. Mir liegt die Abkürzung nicht so gut, von daher muss ich es auch nicht unbedingt riskieren. Legen wir natürlich gleich eine Banane vor die Nase. Ich glaube, das kann doch nicht wahr sein. Ja, das ist gut, dass sie da reinfahren. Fies, Yoshi. Fies. Nochmal fies. Ey, komm, das ist jetzt doppelt fies. Ja, verdient. Das habt ihr verdient. So, ihr habt eine Bombe. Boah, dachte ich schon gerade, das trifft mich gleich.
Okay, das war verdammt wichtig. Das war verdammt wichtig, dass die so weit hinten liegen. Ich weiß nicht, wo die liegen, aber das heißt, ich kriege viele Punkte Vorsprung. Diesen sechster Platz. Ich kriege nur 2 Punkte plus. Okay, sehr gut. Wario und Diddy Kong sind dafür weit nach vorne gerutscht. Entsprechend. Okay, gut zu wissen. Aber das heißt, Bowser und Yoshi, die beiden haben nur noch nicht mehr ganz so viele Punkte. Das heißt, die brauchen ein bisschen. Gut, Pilzbrücke. Die beiden wurden mit erwischt. Sehr schön. Aber nur marginal, leider. Okay, so. Auch wieder als erster Platz rein. Die anderen beiden bekommen entsprechend weniger Punkte. Ich baue meine Option aus. Das ist schon mal gut. Sehr gut. Ja. Sehr gut ist das. 5 Punkte Vorsprung. Okay, Daisy ist da am Fahren. Okay, letzte Runde. Derzeit 4. Platz. Jetzt ist Bowser auf dem ersten Platz. Das könnte natürlich noch mal ein bisschen gut enden in der Hinsicht. Solange Bowser auf dem ersten Platz ist, weil der weiter hinten liegt insgesamt. Von der Gesamtleistung. Okay, fahr runter. Aber er ist schon im Ziel wahrscheinlich. Also, 5. Platz muss es. Es wird nicht besser. Es wird in diesem Fall nicht besser. Okay. Ja, gut. Eine Runde, die nach unten losging. 44-44. Noch liege ich auf dem ersten Platz. Aber wirklich sehr knapp mit Donkey Kong und Diddy Kong und Wario. Nur hoffe, dass es hier besser wird. Sehr schön. Wichtiger Treffer. Okay, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Die ganze Runde bisher ohne größere Ereignisse. Okay, Diddy Kong hat leider gerade in letzter Sekunde noch überholt gehabt. Aber gut. Ich hätte es gerade an der Stelle Bowser und Yoshi mehr gegönnt. Damit die nämlich noch ein bisschen Punkte bekommen und Diddy Kong und Wario ein bisschen den Abstand verlieren. Also ich Abstand gewinne und die halt... auch gewinnen, nur im negativen Sinne. Also doch verlieren. Gut, Bowsers Festung. Nein, nein, nein. Oh. Das war knapp. Ich hätte gerne sowas wie eine Triple-Rote oder sowas. Oder so. Geht auch. Jetzt kommt nur noch der Starry. Aber ich habe genug Abstand. Das krieg ich noch hin. Das krieg ich noch hin. Das krieg ich noch hin. Locker. Und Wario ist weit hinten. Wario ist weit hinten. Das ist schon mal gut. Zehn Punkte Vorsprung. Stand jetzt. Sehr schön. So soll es weitergehen. Eine Strecke, die ganz schnell nach hinten losgehen kann. Okay, das war wirklich asozial. Das war so asozial gerade. Eieieiei. Das auch. Und dass ich auch noch das ganze Stück wieder neu fahren muss, diese eine Kurve. Fies. Na gut, so. Sieh zu, dass ich nach vorne komme. Irgendwie... mit ein paar miesen Tricks, aber Luigi hält ja schon gegen. Oh, knapp daneben ist auch vorbei, aber getroffen. Rechtzeitig doch noch. Nein, 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 nein. Oh, komm schon. Das ist doch bescheuert. 7. Platz.
Der erste ist schon ein Ziel, ne? Sechster Platz. Okay, komm, das ist lächerlich. Das ist wirklich sehr lächerlich. Gut. Weiß jetzt nicht, wer von denen gerade Erster geworden ist. Die beiden. Zwei Punkte Vorsprung. Also, sie liegt noch vorne. Das heißt, nächste Runde muss definitiv wieder besser laufen. Unbedingt. Fahr genau drauf zu. Fahr genau drauf zu. Fahr genau drauf zu. Ja, ihr beiden fahrt auch schön drauf zu. Das heißt, nur noch euch beide einmal überholen. Genau so. Ohne Item wird das natürlich keine gute Sache. Natürlich ist es wieder, wenn ich dann hier Erster bin, ne? Nein! Natürlich stolpern die so ins Ziel. Natürlich kriegen wir nur den dritten Platz. Ich komm schon. Jetzt haben sie mich überholt. Zumindest mit zwei Punkten. Ey, natürlich wieder kurz vor der Ziellinie. Natürlich jetzt. Oh, Glück gehabt. Da kam schon der nächste, ne? Natürlich alles wieder kurz vor der Ziellinie, dass die Stachis kommen. Es ist so typisch. Es ist so typisch. Ganzes Rennen läuft gut und dann kommt sowas. So, 82, 82. Es kommt natürlich nur das starke Gefühl, wenn ich Erster bin, ne? Ansonsten kommt er nie. So, absolut gut ausgewogen, würde ich sagen. Oder auch nicht. Jetzt kommt einer. Und ich fahre natürlich doch noch voll rein. Nein! Ja, da schön reinfahren. Nein, 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 oh! Gut, so B-Land. Wo sind die denn hin? Die Roten. Vierter Platz, vierter Platz, vierter Platz. Ja, sehr schön. Oh, diese vierter Platz. Diese vierter Platz. Ich hole noch mal ein bisschen wieder was raus aus dem Ganzen. 102 Punkte. Ich habe 94. Ah, 6 Punkte Vorsprung. Wichtig. Sehr wichtig. DK Bergland. Natürlich! Jedes Mal klappt das, nur jetzt nicht, ne? So, ich hoffe, der trifft hier alle vorne. Alle irgendwie. Nein. Drück mich halt gegen die Wand. Ich
Toll, da habe ich selbst getroffen. Belastend. Anders belastend. Gut. Puh. Bisschen turbulent, aber es hat geklappt. Die sind wieder auf dem vierten Platz gelandet. Das macht die ganze Situation für mich noch ein bisschen sicherer. Und das kann ich für die nächste Strecke gut gebrauchen. Denn das ist der Regenbogen Boulevard und damit letzte Strecke für diese Weltmeisterschaft. Nur aufpassen, dass ich nicht gleich hier irgendwie absolut zerkickt werde. Selbst wenn ich jetzt Dritter werde oder so, ist es in Ordnung. Es ist in Ordnung. Toll, die habe ich gerade selbst zerstört. Das war wieder wegen dem Blitz, ne? Dass man hier einfach runterfällt, weil man dann 5 Kilometer weiter geschleudert wird. Na! Hä? How? War ich gerade drin gesichert? Nein! So, 3 rote. Und Feuer. Feuer. Und Feuer. Schade, 3. Platz, aber muss ausreichen. Es sollte ausreichen. Es sollte ausreichen. Zeig mir, dass es ausreicht. Ja, tut es. Tut es. Puh, ich bin jetzt beruhigt. Das ist ja echt. Puh. Ja, den habe ich gebraucht. Den Goldpokal. Mensch, schlimm ist das ja. Oh. Ja, 37 Minuten soll ich gebraucht haben. Beim letzten Mal wahrscheinlich auch nur, weil, weiß ich nicht, die Ergebnisse dazwischen und sowas. Und die Punktezahl und so. Ja, die macht das Ganze halt, ne? Oh, eine echt anstrengende Geschichte, muss ich schon sagen. Diese Meisterschaft. Es kostet Nerven. Es kostet Nerven. Ein bisschen. Weil, ja, doch, es ist Nerven aufreiben. So, 150 CCM Meisterschaft geschafft. Sehr schön. Und der Spiegelmodus ist endlich freigeschaltet. Endlich. Gut. Das heißt, das war's dann wieder mit Mario Kart Double Dash für heute. In der Revanche in der Meisterschaft. Bis dahin und ciao.